Servus und herzlich willkommen zu Kapitel 6, die Auswahl. Aber davor gibt's noch ein kleines Ding, was ihr schon beim nächsten Mal gesehen habt, weil ich so dumm bin und nicht und immer Spoiler, weil ich blöd bin. Ganz ehrlich, ich spiele das wirklich hundertprozentig blind und denkt nicht, dass ich jetzt Spoiler einfach nur, damit ihr länger dranbleiben könnt. Damit ihr länger dranbleibt. Nein, ich spiele das selber blind und für mich ist das auch Spoiler. Deshalb nehme ich auch gerade immer bei sowas, wo ich blind spiele, sehr viel hintereinander auf. Und teilweise verändere ich die Sachen ganz am Ende, weil ich will das spielen. Der Prinz und der Prophet, spät am Nachmittag auf der Straße nach Stadholm. Da, wir sehen es nochmal. Er läuft alleine rum. Seid gegrüßt, junger Prinz. Ich dachte gerade, das wäre eine Frau oder so. Wir müssen reden. Dafür habe ich keine Zeit. Hört mir zu, Junge. Dies Land ist verloren. Der Schatten liegt bereits darauf. Und ihr könnt nichts daran ändern. Wenn ihr euer Volk wirklich retten wollt, führt es übers Meer. Nach Westen. Fliehen? Ich gehöre hierher und habe die Pflicht, mein Volk zu beschützen. Dann habt ihr euch schon entschieden. Bedenkt aber, je mehr ihr euch bemüht, den Feind zu schlagen, desto schneller liefert ihr ihm euer Volk aus. So, eine Faust geben, ein Mann wechselt die Seite. Eine Faust geben, ein Mann wechselt die Seite. Ich will ihn aber zu Tode schlagen. Entschuldigt, dass ich mich versteckt habe, Arthas. Ich wollte nur... Sagt es nicht. Ich spürte eine enorme Macht in ihm, Arthas. Vielleicht hat er recht. Vielleicht weiß er wirklich, was kommen wird. Er wird mich durch nichts bewegen, meine Heimat zu verlassen, Jaina. Mir ist gleich, ob dieser Irre wirklich die Zukunft gesehen hat. Gehen wir. Warum manchmal so die Sachen in Caps Lock stehen, also groß geschrieben, und er die dann aber nicht so betont. Die Auswahl. Am frühen Morgen am Rande von Stadholm. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uta. Nicht in dem Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein, aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uta. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein, wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Was? Die ganze Stadt muss gesäubert werden. Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uta. Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern. Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Hochverrat? Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uta, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone, hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Arthas, Diensten. Arthas, ihr könnt nicht es einfach... Es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen, geht mir aus den Augen. Der ist jetzt wirklich verrückt. Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Ja, zu Recht. Der soll mega auf die Fresse bekommen. So. Häuser verseuchen. Der Meister hindern, Zombies für sich zu nehmen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele habe ich die? Dann. Doch, trotzdem noch. Ja, mein Lenzherr. Jawohl, mein Lord. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. So, ich... Also, da steht zwar ein Turm, aber... Natürlich. Gut, gucken wir uns jetzt erstmal an, wie stark die sind. Arbeit. Ja, mein Lord. So. Eine Kaserne steht schon, aber... Doch, Sägewerk steht auch schon. Schmiede. Ich kann nicht bauen. Das Licht ist meine Stärke. Bereit zur Arbeit. Da bin ja. Ich. Natürlich.
So, alles ein solider Plan. Ah, hier für die Ehre. Hier. Ja. Für die Ehre. Natürlich. Bereit zur Arbeit. Ja. Für die Ehre. Natürlich. Hallo? Ein solider Plan. Ja. Ein solider Plan. Natürlich. Für meinen Vater, den König! Versuche nur, verstecken Sie nur, wenn Stadt zerstört, um Dorfbewohner zu erreichen. Okay. Für die Ehre. Spürt meinen Zorn. Elender Kerl. Ich habe euch erwartet, junger Prinz. Ich bin Mal'Ganis. Wie ihr sehen könnt, gehört euer Volk jetzt mir. Nun werde ich diese Stadt Haus für Haus umkrempeln, bis die Flamme des Lebens für immer erlischt. Das lasse ich nicht zu, Mal'Ganis. Lieber sollen diese Leute durch meine Hand sterben, als euch im Tod als Sklaven zu dienen. Ein solider Plan. Spürt meinen Zorn. Was? Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit? Ich gehe dann mal. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Ganz ehrlich, ja. Was macht der Typ, wenn ich... Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Elender Kerl. Einfach den Typ hier töte. Natürlich. Ich töte ihn einfach. Und jetzt? Oh. Ja. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ja, was machst du jetzt? Besteht etwa Gefahr? Natürlich. Ziel? Das Licht ist meine Stärke. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater. Ich hab ne Idee. Arbeit ist vollbracht. Was? Was ist? Zum Altar der Helden steht so. Sag das Zauberwort. Schon unterwegs. Ich stehe für das Licht. Ja. Zwar ich töte ihn immer wieder. Arbeit ist vollbracht. Steht ja, ja nämlich keine. Oh. Mehr Arbeit? Ja, gut. Ja, mein Lord. Ich brauche nämlich noch echt viel Zeit. Das Licht ist meine Stärke. Besteht etwa Aura. Gefahr? Ausbau abgeschlossen. Ich stehe für das Licht. Für meinen Vater, den König! Eine Verbeugung ist nicht nötig. Sonst nebenbei muss ich. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den König. Elender Kerl. Natürlich. Besteht etwa Gefahr? Für meinen Vater, den König. Der ist gleich wieder da. Hm. Das ist mal interessant, muss ich sagen. Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Elender Kerl. Für meinen Vater, den König. Elender Kerl. Jetzt wird gerichtet. Ich bin euer Schütze. Das Licht ist meine Stärke. Für meinen Vater, den König. Elender Kerl. Für meinen Vater, den König.
Ein solider Plan. Ich stehe für das Licht. Arbeit ist vollbracht. Für meinen Vater, den König! Spürt meinen Zorn. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König. Jetzt wird gerichtet. Natürlich. Für die Ehre. Natürlich. So, wo bist du? Ich lebe wieder. Gefahr? Da unten. Hinder. Gleich wieder umbringen. Oh, da sind ja auch Häuser, verdammt. Für die Ehre. Wird wahrscheinlich mit dem anfangen oder so. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was? Ei. Ich stehe für das Licht. Ja, natürlich. Oh nein, du Arsch. Du hast mich ausgetrickst. Nein. Was braucht ihr? Besteht etwa Gefahr? Ja. Für Lordaeron. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. Natürlich. Hat sich wegteleportiert woanders. Für die Ehre. Natürlich. Ein solider Plan. Gut, dann. Für die Ehre. Ein solider Plan. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ja, mein Lord. Noch eine Kaserne. Eis hier ist gut. Ei. Geladen und entsichert. Es ist mehr Gold erforderlich. Für meinen Vater, den König! Spürt meinen Zorn! Elender Kerl! Für meinen Vater, den König! Jetzt wird gerichtet! Spürt meinen Zorn. Ich glaube, ich habe mich zu lange aufgehalten. Arbeit ist vollbracht. Für die Ehre. Für meinen Vater, den König. Jetzt wird gerichtet. Ist nicht eine Angriffshaltung oder so? Was ist? Richtig. Geh dann mal. Befehle? Richtig. Schon unterwegs. Ja, mein Lenzherr. Richtig. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Für das muss Vater jetzt das schnell gehen. Ich stehe für das Licht. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Für meinen Vater, Arbeit den König. Für meinen Vater, den König. Befehle? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Lasst mich mal ran. Mehr Arbeit? Es ist mehr Gold erforderlich. Errichtet und entsichert! Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Eine Verbeugung ist nicht nötig.
Einsatz. Spürt meinen Zorn. Ja, mein Linzer. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was braucht ihr? Jawohl, mein Lord. Sagt das Zauberwort. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was braucht ihr? Angriff! Das Licht ist meine Stärke. Elender Kerl. Befehle? Lasst mich mal ran. Sagt das Zauberwort. Mehr Arbeit? Ich stehe für das Licht. Befehle? Angriff! Lasst mich mal ran. Lasst mich mal ran. Arbeit ist vollbracht. Besteht etwa Gefahr? Für meinen Vater, den König. Forschung abgeschlossen. Das Licht ist meine Stärke. Für meinen Vater, den König. Das Zauberwort. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich stehe für das Licht. Jetzt wird gerichtet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh nein, er ist hier. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Für meinen Vater, den König. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater. Ja, mein Linzer. Forschung abgeschlossen. Schon unterwegs. Natürlich. Geladen und entsichert. Ja, mein Lord. Richtig. Das Licht ist meine Stärke. Spürt meinen Zorn. Einsatzbereit. Was ist? Ich kann hier nicht. Geh dann mal. Ich stehe für das Licht. Für meinen Vater, den König. Einsatzbereit. Elender Kerl. Spürt meinen Zorn. Julio kann es eigentlich sein. Abgeschlossen. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Spürt meinen Zorn. Natürlich. Ja. Ein solider Plan. Für die Ehre. Ein solider Plan. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Elender Kerl. Befehle? Jawohl, mein Lord. Besteht etwa Gefahr? Ja, ich rede gerade gar nichts. Für meinen Vater, den König. Für meinen Vater, den König. Konzentration. Ja. Das ist Concentration auf höchstem Level. Ja, mein Lord. Ja, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König! Für die Ehre. Für meinen Vater, den König.
Ich bin euer Schütze. Nimm das, du Penner. Ich stehe für das Licht. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Ja, mein Freund. Arbeit ist eine Verbeugung ist nicht nötig. Elender Kerl. So. Mehr Arbeit? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Alter. Bruder. Besteht etwa Gefahr? Forschung abgeschlossen. Bald für meinen Vater, den König. Für meinen Vater, den König. Wie viele Häuser noch? Natürlich. Ach, drei Stück. Für die Ehre. Hier. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Als Orb. Ist jemand verletzt? Ist meine Hilfe vonnöten? Natürlich. Als Orb. Geladen und entsichert. Was ficht euch an? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin euer Diener. Nein, verschwinde. Unverzüglich. Natürlich. Unverzüglich. Jetzt brauche ich da noch einen zweiten Priester. Einsatzbereit. Ich hab wieder vergessen, was ist jemand verletzt? Kann. Geladen und entsichert. Noch es ist mehr Gold erforderlich. Ich stehe für das Licht. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Aber er macht nicht weiter, warum nicht? Das Licht ist meine Stärke. Spürt meinen Zorn. Forschung für meinen Vater, den König. Hier scheint gar nichts zu sein. Natürlich. Ein solider Plan. Natürlich. Jetzt mal wirklich, jetzt möchte ich eine Sache mal. Ah, ich habe noch sehr viel in der Goldmine. Wie viel war davor drin? Das Licht ist meine Stärke. Ich möchte jetzt nämlich den Typ treffen und den auch ein wieder solider töten. Plan. Für die Ehre. Und die Frage ist, hier habe ich zuletzt irgendwelche Truppen verloren. Ein solider Plan. Wo ist er hin? Ja. Natürlich. Ja. Er war mal dahin. Na, ich möchte jetzt den wirklich nur mal töten. Ob das möglich ist, nur einmal ihn zu töten oder ob da überhaupt was groß dran ist. Was ist? Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Elender Kerl. Forschung abgeschlossen. Ein solider Plan. Wo ist er hin? Natürlich. Das ist halt wirklich eine sehr gute Frage, denn er ist hier hingerannt, hat meine Truppen getötet und warum macht er nicht weiter? Freund, ich bin euer Diener. Wie ihr wünscht. Was? Ich gehe dann mal. Besteht etwa Gefahr? Ja. Gibt es ein Zeitlimit? Für die Ehre. Ein solider Plan. Oh, da ist er. Arbeit ist vollbracht. Ich stehe für das ist meine Licht. Hilfe vonnöten? Natürlich. Den töte ich jetzt. Arbeit ist vollbracht. Sägewerk, Schloss, Schmiede. Ausbau zum Schloss. Es ist mehr Gold erforderlich. Eine Verbeugung. Was ficht euch an? Und Strom. Ist meine Hilfe vonnöten? Das ist jetzt ein bisschen doof, dass sie erst jetzt kommen. Ist jemand verletzt? Wie ihr wollt, um dieses Land zu säubern? Ja, mein Freund. Was ficht euch an? Ich wurde von der großen Metallhand im Himmel auserwählt. Einsatz
Toll, genau den Baum getroffen, das kannst du nachlassen. Und Strom. Ich wurde von der großen Metallhand im Himmel auserwählt. Ist meine Hilfe vonnöten? Nein, zwei müssen mal so ein bisschen stimmen. Ja, mein Lenzer. Ist jemand verletzt? Wie ihr wünscht. Ich bin euer Diener. Unverzüglich. Ich bin euer Diener. Natürlich. Oh, macht er. Was ficht euch an? Das habe ich gesehen. Zum einen Mörsertyp. Da gibt's noch was zu machen. Ja, die töten halt nichts weiter. Ist das ein Bug, dass die jetzt da rumstehen? Das Licht ist meine Stärke. Ja, mein Freund. Ich stehe für das Licht. Was ficht euch an? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ausbau abgeschlossen. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ist jemand verletzt? Elender Kerl. Ja, mein Freund. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Tötet ihn, tötet ihn. Ja. Ein solider Feld. Das war jetzt ein Stückchen einfacher als gedacht. Für die Ehre. Eure Ehre. Okay. Ich stehe für Was das ficht Licht. Euch an? Forschung abgeschlossen. Ah, jetzt. Okay. Es ist mehr Gold erforderlich. Gut. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, ich bräuchte halt mehr Gold. Eine Verbeugung ist nicht. Ist jemand verletzt? Wie das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das ja, Licht. Mein Freund. Besteht etwa Gefahr? So, ich was stehe ist denn für das hier? Licht. Das Licht ist meine, Stärke. Unverzüglich. Ich stehe für das Licht. Oh nein. Ja. Oh nein. Natürlich nein. 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 Oh nein. Besteht etwa Gefahr? Oh, da kommt wieder so eine riesen Armee raus. Ist meine Hilfe vonnöten? Es ist okay. Wie ich stehe für das ich Licht. Ich habe verstanden. Ach. Ein solider Plan. Ja. Was? Für die Ehre. Ja, mein Freund. Ich stehe für das Licht. Ja. Ein solider Plan. Oh, es klopft. Ist meine Hilfe. Warum seid ihr so weit hin? Unverzüglich. Besteht etwa Gefahr? Natürlich. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Spürt meinen Zorn. Was ficht euch an? Natürlich. Besteht etwa Gefahr? Das ist auf jeden Fall interessant, dass dort mal wieder die Base des Gegners ist. Zwei Ritter. Also, es ist mehr Gold erforderlich. Gut. Ich stehe für das Licht. Ich lebe wieder. Ich glaube, der kommt dann auch wieder hier vorbei. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Hilfe. Ja, ich will mal gucken, ob er jetzt weiter tötet oder was er macht. Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Was ficht euch an? Ich erwarte euren Befehl. Hohe Kosten. Boah, kann sein.
kann. Sein Oboi. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Eine Verbeugung, ja, die machen ist jetzt nötig. Weiter. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Zack, weg mit dem letzten. So. Was ist? Gut. Wir machen das jetzt unter uns aus, Mal'Ganis. Nur wir beide. Große Worte. Leider ist es hier nicht zu Ende für euch. Eure Reise hat erst begonnen, junger Prinz. Er lässt ihn einfach laufen. Sammelt eure Streitmacht und folgt mir ins arktische Land Northrend. Dort werden wir unsere Rechnung begleichen. Dort wird sich euer wahres Schicksal offenbaren. Seid verflucht, Mal'Ganis. Wenn es sein muss, jage ich euch bis ans Ende der Welt. Habt ihr gehört? Bis ans Ende der Welt! Ja. Ja. Komisches Ende irgendwie. Dachte, jetzt gibt's noch was Episches, aber irgendwie... Naja. Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war jetzt ein bisschen einseitig von mir geredet, aber echt spannend zu kämpfen bis auf das Ende, weil hätte er einfach weitergemacht, würde ich ein bisschen alt aussehen. Naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.